Polarlichter. Sie sind mehr als nur ein faszinierendes Schauspiel am Himmel. Sie sind auch Gradmesser für das Weltraumwetter. Je intensiver sie leuchten und je weiter sie von den Polen Richtung Äquator reichen, desto größer wird die Gefahr für unsere Infrastruktur. Denn die Polarlichter entstehen durch elektrisch geladene Partikel, die unsere Sonne abstrahlt. Und dieser Teilchenstrom kann die Navigation über GPS-Satelliten verwirren, die Kommunikation zu Flugzeugen stören oder sogar Teile unserer Stromversorgung lahmlegen. Ein Horrorszenario, das keineswegs der Fantasie von Science-Fiction-Autoren entspringt. Wir hatten die letzten Jahrzehnte einfach nur Glück. Kürzlich klingelte mein Telefon um 7 Uhr in der Früh. Es gab einen großen Ausbruch auf der Sonne. Ich wurde gefragt, ob nun der Flugverkehr in ganz Europa eingestellt werden müsse. Ich hatte 10 Minuten, um eine Entscheidung zu treffen. Verantwortlich für das Weltraumwetter ist unsere Sonne. Sie sorgt für Wärme und Leben, allerdings manchmal mit Nebenwirkungen. Denn so ruhig und zuverlässig die Sonne wirken mag, aus der Nähe betrachtet, sieht das ganz anders aus. Denn die Sonne ist ein gigantischer Fusionsreaktor. Unter enormem Druck verschmelzen hier vor allem Wasserstoffkerne zu Helium. Diese atomare Reaktion verwandelt über 4 Millionen Tonnen Masse in pure Energie. Jede Sekunde, rund um die Uhr. Dieses Inferno ist die Quelle für das Weltraumwetter. Der Wissenschaftler Juha-Pekka Luntamaa arbeitet an der ESOC in Darmstadt, dem europäischen Hauptquartier für Weltraumaktivitäten. Von hier aus koordiniert er das Weltraumwetterteam, das die Vorgänge auf der Sonnenoberfläche rund um die Uhr im Blick behält. Die Daten laufen in Echtzeit in einem Online-Portal zusammen. Die Informationen über den Zustand der Sonne liefern hunderte bodengestützte Teleskope, wie etwa hier auf der Insel Teneriffa. Besonders wichtig sind aber die Informationen, die rund ein Dutzend Satelliten aus dem Orbit live zur Erde funken. Doch wie entsteht Weltraumwetter und was genau bewirkt es? Nehmen wir mal die Erde und bringen sie viel näher an die Sonne, als sie wirklich ist, auch wenn das nicht maßstabsgetreu ist. Aber so können wir die Vorgänge besser sehen. Die Sonne strahlt ständig einen Strom an geladenen Teilchen ab, den sogenannten Sonnenwind. Auch die Erde ist diesem Bombardement von Partikeln aus dem All ausgesetzt. Zu unserem Glück hat sie die passenden Schutzschilde. Neben der Atmosphäre ist das vor allem das Erdmagnetfeld. Doch manchmal wird aus dem gleichmäßigen Sonnenwind ein regelrechter Sturm. Wir sehen zuerst einen Blitz. Ein Ausbruch auf der Sonne würde elektromagnetische Energie freisetzen. Als nächstes würden wir energiegeladene Partikel messen, die sich der Erde nähern. Und dann würde sich eine riesige Menge Plasma von der Sonne lösen. Milliarden Tonnen Materie von der Sonne. Diese Wolke würde anfangs mit mehr als 3000 Kilometer pro Sekunde durchs All rasen. Jetzt sind die Sonnenbeobachter vor allem auf die Daten der Beobachtungssatelliten angewiesen. Wie groß und wie schnell ist die Plasmawolke? Vor allem aber, liegt die Erde in der Schussbahn? Um die Gefahr einschätzen zu können, brauchen die Experten aber noch eine entscheidende Information. Diese Plasmawolke hat ein eigenes magnetisches Feld. Wenn dessen Ausrichtung entgegengesetzt zum Erdmagnetfeld ist, dann würde das einen großen, einen zerstörerischen geomagnetischen Sturm auf der Erde auslösen, der unsere gesamte Infrastruktur in Mitleidenschaft ziehen würde. Überlandleitungen wirken wie riesige Empfangsantennen für die elektrisch geladenen Teilchen von der Sonne. Das Netz könnte unter ihrem Einfluss aus dem Takt geraten und zusammenbrechen.
großflächige Stromausfälle wären die Folge. Im August 1989 sorgte ein geomagnetischer Sturm dafür, dass in Kanada 6 Millionen Menschen stundenlang ohne Strom waren. Polarlichter konnten sogar noch am Mittelmeer gesehen werden. Heute, Jahrzehnte später, ist unsere global vernetzte Welt noch viel abhängiger von moderner Technologie. Navigationssysteme, Flugverkehr, Schifffahrt, Satellitenkommunikation. Ein solarer Sturm könnte die digitalen Systeme für Stunden oder gar Tage lahmlegen. Die Folgen wären dramatisch. Studien schätzen, dass der globale wirtschaftliche Schaden durch Produktions- und Lieferausfälle mehrere Billionen Euro betragen könnte. Deswegen bemüht sich die ESA, die Betreiber kritischer Infrastruktur zu sensibilisieren. Stromnetze müssen auf die Belastungen von Sonnenstürmen getestet und abgesichert werden. Regierungen müssen ihre Notfallpläne anpassen. Wichtig ist eine frühe Warnung auch für Astronauten. Sie müssen rechtzeitig an einen geschützten Ort in der Internationalen Raumstation umziehen. Lassen Sie es mich so sagen. Wir arbeiten daran, besser vorbereitet zu sein. Uns muss aber klar sein, dass die Vorgänge sehr schnell ablaufen. Wenn es zu einem großen Ausbruch kommt, bleiben uns gerade mal 15 bis 17 Stunden. Dann ist es zu spät, einen Plan zu machen. Der muss dann bereits in der Schublade liegen. Zwei Sonden, Solar Orbiter und Parker Solar Probe, wollen dafür tiefer in die Atmosphäre der Sonne eintauchen als je zuvor. Ein Höllenritt im Dienste der Wissenschaft. Denn wenn die Forscher die rätselhaften Vorgänge in der Sonnenkorona besser verstehen lernen, können die Experten in Darmstadt den nächsten, für uns gefährlichen Sonnenausbruch deutlich früher vorhersagen und damit Zeit gewinnen, um uns auf der Erde vorzubereiten.